Ja, liebe Freunde, hi und miau. Ja, hier ist euer Siam. Ja, ich begrüße euch hier wieder zu unserem Videospiel Empire of Sin und natürlich auch zu unserem Videoclip Nummer 33. Ja, wir sind jetzt hier ja, im Chicago der 20er Jahre. Natürlich die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ja, ja, Chicago. Man spricht hier von den goldenen 20ern. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ihr noch Großväter, Großmütter bzw. Urgroßväter und Urgroßmütter noch habt ihr, die müssten so circa 90 bis 100 Jahre alt sein. Wenn das der Fall ist, dann fragt doch mal, ob sie sich an die goldenen 20er Jahre erinnern können. Ja, jedenfalls hier in Chicago, da wissen alle hier, es ist die goldene Zeit der Mafia, zumindest hier in Chicago. Ja, und unser Auftragsbuch ist ja ziemlich gefüllt. Ja, ich schlag mal vor, wir gehen in unser Spiel wieder hinein und sortieren mal ein bisschen unsere Aufträge und schauen mal, wie wir weiter vorgehen werden. Also, wir schalten wieder. Ja, unser Audio wieder ein. Ich guck gerade, habe ich was geändert hier? Nee, ne? Alles klar. Okay. So, dann laden wir unser gespeichertes Spiel. Ja, Alfons Capone, und da haben wir unsere Outfit-Bande von Alfons Capone. Los geht's! Ja, ich bin ja mal jetzt wirklich gespannt, was wir hier weiter planen können. Ja, bisher muss ich sagen, waren wir ja doch schon erfolgreich. Und es sieht ja doch ganz gut aus. Und wir schauen mal, dass wir auch weiter die Oberhand hier in unserem Viertel bekommen. Es gibt 5 Arten Alkohol, eine pro Verbesserungsstufe der Brauerei: Plörre, Fusel, hochklassiges Premium-Alkohol und Whisky. Ja, ein Tipp von den Entwicklern. Ja, aber so weit sind wir noch nicht. Trotzdem, wir haben ein Problem in unserer Brauerei. Aber so, da sind wir. So, dann gucken wir mal. So, hier sind wir. Ja, alles klar. Wir sind hier, ich gehe mal hier ganz mal raus. Ja, wir sind in unserem Viertel. Richtig, in unserem 5. Bezirk in Siamstadt, ne? Und alles ist ja hier, denke ich mal, einigermaßen in Ordnung. Wir sind hier vor unserem Unterschlupf, ja, und wir gucken mal, was wir tun können. Ja, okay, also. So, wir gehen mal strukturell vor. Wir schauen uns unsere Outfitbande mal an. Ja, ja, Alphons Lucky Capone. Ja, er ist gesund und hat einen Verruf von 134. Ja, da ist unsere Bao the Shadow. Shai-Onk, auch sie ist gesund, hat sogar jetzt eine Schutzweste an.
Ja, und Loyalität 269 und Moral 349. Ja, das sieht ja wirklich super aus. So, und unsere Ärztin, ja, die macht ja auch von sich reden. Auch sie ist gesund und Loyalität 235 und Moral 372. Ja, und unser vierter Mann, unser vierter Komplize, ja, wir gucken mal. Ja, wir schauen mal. Ja, also, ja, er ist ja auch zum Komplizen aufgestiegen, ja, hat eine Loyalität von 85 und eine Moral von 42. Ja, aber ihr seht, wenn er eine Woche nicht gekämpft hat, verliert er zwei Moralpunkte. Ja, was soll man machen? Kleid Tuton Melon, ja, ist an sich als, ja, was ist er denn? Er ist Vollstrecker. Ja, aber ansonsten denke ich mal, wir müssen versuchen, ihn aufzubauen. Und ihr seht, sein Talent füllt sich. Ja, er ist bald fertig. Ja, da seht ihr. Ja. Okay, ja, dann schauen wir mal. So, aber vorher gucken wir natürlich erstmal auf unsere Wirtschaft. Die dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Ja, also Unterschlupf. Ja, da seht ihr, alles ist okay. Ja, wunderbar. Auch sie haben das Katzenklo. Alles geht super. Wir schauen mal, Gläumes, unsere Brauerei. Die lassen wir erst einmal so und gucken mal, dass wir das Problem der Brauerei auch lösen. Ja, wir wissen ja, wir haben ja was gehört. Da gibt es unser Bordell, ja, der Katzengrastempel. Ja, und in 11 Tagen ist die Sicherheit verbessert. Ja, okay, wie sieht's aus? Sie haben Futterkrippe. Ja, auch das ist erfreulich. Und ihr seht hier die Ablenkung mit 5 Sternen. Ah, das war eine Mission, die wir durchgeführt haben. Und das sieht ja super aus. Ja, wunderbar. Ja, und jetzt versuchen wir mal unser Auftragsbuch anzuschauen. So, wie sieht's aus? Hier sind unsere Imperium-Aufträge. Schützen Sie Ihren Bezirk. Und da gibt es ein neues Ziel. Fügen Sie ein verbessertes Gebäude im 5. Bezirk hinzu. Und da sind wir ja gerade dabei, ne? Ja, okay. Wir schauen mal, ob das klappt, ne? So, und ein richtiger Knaller. Ja, da warten wir. Ja, eliminieren Sie Josef Soltis. Da schauen wir mal weiter. So, wie sieht es hier aus? Ja, das kommt mir alles irisch vor. Ja, das heißt also, Frankie konnte die Notiz übersetzen. Ja, das ist die Frage, sollen wir das jetzt mal uns vornehmen? Ja, ich weiß es nicht. Finden Sie je? Ja, wir mal schauen. Wie sieht es hier aus? Doppelt gebraut, besorgen Sie Enterprise Merkante. Ja, und was ist das hier? Arbeitskampf, sabotieren Sie eine Brauerei der Soltis Gang. Ich denke mal, wir warten mal ab, wie erfolgreich das sein wird. Wir haben ja einen weggeschickt. Einer von Soltis Gang hat uns ja angeboten, hier die Sabotage vorzunehmen. Vielleicht spricht das ja für sich, dass die gleiche Brauerei sabotiert wird. Dann könnten wir Enterprise Mercantil oder Teil von der Soltis Gang angreifen. Wir gucken mal. Ja, einverstanden? So, und wir gehen noch mal zurück.
Es kommt alles Erich vor. Sollen wir das mal markieren? Wir verfolgen mal das Ziel und dann schauen wir mal, wo ist denn überhaupt Yale? Wir gucken mal. Okay. So. Wo ist Yale? Wir müssen mal schauen. Ist er hier in Chinatown? Ah, ich kann ihn noch nicht sehen. Wir gehen mal runter. Aha, aha. Wer ist das hier? Ist das Yale? Ah, wir gucken mal. Nee, Moara Crew. Keine Ahnung, wer das ist. Ah. Nee, das ist er nicht. Jetzt schauen wir mal. Wir sind jetzt alle Yale am Suchen. Ich kann ihn jetzt nicht erkennen. Ja, wo ist er? Und wer ist das hier? Ah, ein Betrüger. Aha. Perzifer Lancaster. Haben wir noch nie gehört. Und gibt es hier einen? Ach hier, wer ist denn hier? Ah, wer ist denn hier? Das kommt mir alles irisch vor. Finden Sie je? Ach, der ist hier genau gegenüber. In Siams Flüsterkneipe. Ja, dann gehen wir doch mal hier hinein. Oder? Was meint ihr? Sollen wir mal mit ihm reden? Okay. Okay. Okay, dann gehen wir mit unserer Geschichte mal etwas weiter. Einverstanden. Los. Okay, und da kommt ein... Aha. Und da gehen wir mal hier hinein, in Siams Flüsterkneipe. Eintreten. Am Morgen. Okay. Wow, was wird uns Yale sagen? Okay, unsere Flüsterkneipe. Auch hier gibt es Musik von einer Band. Miguel. Wer ist da noch? Derek. Neil. Und einer spielt hier Klavier. Ja, okay. So, und da ist er ja schon. Okay. So. Und? Na, komm hin. Interagieren. Dann sprechen wir mal. Gotcha. Okay. So, hi Boss, wie läuft's? Haben Sie jemanden namens Frankie Yale hier reinkommen gesehen? Frankie Yale, das klingt, da klingelt gar nichts, aber es war jemand hier und hat nach Ihnen gefragt. Ein Ire hat diesen Zettel hier gelassen. Oh, okay, geben Sie her. Ah, Lösegeldforderung erhalten. Aber was ist das denn? Ihr Kumpel Yale war sehr ungezogen. Er hatte seinen Zinken in Dinge gesteckt, die ihn nichts angehen. Daher denken wir darüber nach,
ihm seinen Riechkolben einfach abzuschneiden. Ach du meine Güte. Wenn Sie ihn retten wollen, dann kommen Sie ins McDuff's Bar und bringen Sie 100.000 Dollar mit. Slen. Oh, verdammt, Frankie. Ah, ja. Ja, was ist denn hier los? So, wir gehen wieder raus. Okay, also. Können wir hier rausgehen? Gotcha. Verlassen. Okay. Ja, das ist ja total bescheuert. Ach ja, dann schauen wir mal. Gucken wir mal unser Auftragsbuch. So, also wir haben zumindest nicht Yale, sondern einen Zettel gefunden, ja. Und wir sollten jetzt das sehr ernst nehmen. Ja, okay. Und wir schauen mal, hier gibt es keine weiteren Geschichten. Ja, wir gucken mal. Also, wir sollen McDuff's Bar aufsuchen. Ach ja, und wir sollen 100.000 Dollar mitbringen. Ja, 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 wir haben keine 100.000 Dollar. Wie viel haben wir denn? Wir haben 1300. Ja, okay, also, wo ist denn McDuff's Bar? Da schauen wir mal. Hier, ist das hier? Nee, das ist nicht hier. Wo ist das? Wo ist die Bar? Ich kann das jetzt momentan nicht finden. Also hier ist es nicht. Nein. Wir schauen mal. Aha. Nee, ich kann das momentan da drüben ist. Wir gucken mal. Ist das hier drüben? Oh nee, wer ist das denn da? Meine Güte. Das ist im ganz anderen Viertel. Oh. White Hand Bande. Frage, ist das hier richtig? Ja, das kommt mir alles irisch vor. Das heißt, wir müssen in dieses Viertel zum ersten Mal reisen. Also, das ist hier. Was ist das für ein Viertel? Fulton Market. Ah. Hierhin. Nummer 4. Vierter Bezirk. Ja, was sollen wir denn hier anstellen? Ah. Ja, das ist natürlich blöd. Zum ersten Mal werden wir herausgefordert. Ja, das heißt, wir müssen ein Taxi nehmen. Wir müssen ein Taxi nehmen und zum Stadtteil Fulton Market reisen und dann in den vierten Bezirk. Ach ja, zum ersten Mal Taxi fahren. So, dann schauen wir mal.
gucken wir mal, gibt es hier neue Verstecke? Wir schauen mal. Sehe ich jetzt momentan nicht. Wir gehen mal weiter. Wo ist das Taxi? Ja, immer mal schauen, ob es hier neue Verstecke gibt. Okay. Und wo gibt es die Taxis? Die waren doch hier in der Nähe, ne? Ah. Nee. Oder hier. Ja, genau. Hier sind die Taxis. Ah ja. Hier. Eins. Okay. So, dann schlage ich mal vor. Wir gehen hier hin. Wow. Ah. Zum ersten Mal Taxi fahren. Okay. Ärger in ihrer Speakeasy. Eine Nachricht von einer ihrer Wachen. Hey Boss, da hängt ein seltsam aussehender Typ in unserer Bar herum, der die Leute nervös macht. Sie sollten mal vorbeischauen und mit ihm reden. Ach du meine Güte, gut, ich komme. Ah, meine Güte, normal, wo ist er denn? Ah, jetzt wollte ich gerade mit dem Taxi losfahren. Ah, und wo ist das? Wo ist der Typ? In welcher Kneipe? Ah. So, wir schauen mal. So. Ach hier. Ihr Barkeeper hat vor einem seltsam aussehenden Mann gewarnt, der in ihrer Bar herumläuft. Gehen Sie zu ihm und reden Sie mit ihm, um zu sehen, was er will oder was er hier will. Easy war beschäftigt. So, dann gehen wir mal. Wir haben das notiert. So, wo ist er? Ach, genau hier. Kann das sein? Ja, genau. Ach, du meine Güte. Ja, gut. Also, dann gehen wir mal hier hin. Ach, dann schauen wir mal. Das ist ein Auftrag, den wir vielleicht schneller lösen können. Ah, Talent erworben. Nora Quinn hat ein neues Talent erworben. Möchten Sie ein neues Talent auswählen? Ja, natürlich. So, wir gucken mal. Nora Quinn. Ah, okay. Sie hat hier ein Heilmittel, ja, das hat sie, ne, stellen sie 30 GP beim Ziel wieder her und versehen sie es mit dem Effekt Heilmittel. Ja, Heilmittel stellt 3 Runden lang jede Runde 30 GP wieder her. So, und was sollen wir jetzt machen? Ja, sie ist Ärztin, was ist das denn? Kunstfehler. Erhöht 2 Runden lang die Dauer aller Statuseffekte, die sie einem Ziel zufügen. Und was ist das? Maschinenpistolenausbildung. Okay. Mhm. Sie sind nun in der Lage, Maschinenpistolen zu verwenden. Und was ist das hier? Kalte Effizienz. Es besteht eine Chance von 50%. Dass ein Wachschuss einen weiteren Schuss
auslöst, wenn der vorherige erfolgreich ein Ziel getroffen hat. Oh ja, was sollen wir machen? Ja, das ist nicht schlecht, ne? Kalte Effizienz. Ja, ich sag mal ja, ne? Ja, okay, machen wir. Kalte Effizienz für Nora Quinn. Das wird 360 Tage dauern. Okay. Oh, that's so good. Ja, da freut sie sich, ne? Okay. So, und jetzt hier. Wann sind sie da? Da sind sie. Okay, so, dann schauen wir mal. Ja, wer ist das denn hier? Easy war beschäftigt, heißt die Mission. So, dann gehen wir. Dann treten wir mal ein. Ah, Geschäftsvereinbarung wurde angefragt. Ich habe nicht die geringste Lust, mit Ihnen zu arbeiten. Ja, natürlich nicht. Momentan nicht. Okay, so, jetzt bin ich mal gespannt. So. So, dann schauen wir mal. Wo ist denn... hier. Okay, dann gehen wir mal hier hinein. Okay, der geht jetzt hier raus. Okay. Können wir mit ihm reden? So, interagieren. Gotcha. So, wo ist er? Aha. So, das ist der Mann. Sagen Sie, wo kriegt jemand Nettes wie ich denn hier was zu trinken? Ist Ihnen die Bar in Ihrem Rücken schon aufgefallen? Oh ja, verkaufen Sie hier Whisky? Es dürstet mich schon länger nach dem goldenen Nektar. Ja, Überredungskunst. Nein, nur Limos. Erfolgreich. Mist, dann werde ich wohl mal weiterziehen. Trotzdem danke. Ja, okay, viel Glück. Talent erworben. Clyde Malone hat ein neues Talent erworben. Möchten Sie ein neues Talent auswählen, das er lernen soll? Ja, natürlich. Bestätigen. So, dann gucken wir mal. Was hat er denn? Er kann jetzt Speerfeuer austeilen. Und die zweite Stufe, was kann er hier? Bollwerk. Reduziert in Deckung allen erlittenen Schaden um 10%. Okay, und was ist das hier? Gewehrausbildung. Sie sind nun in der Lage, Gewehre zu verwenden. Ja, und was ist hier? Deckungsfeuer. Wache wird jetzt durch feindliche Bewegungen und Aktionen ausgelöst. Okay. Okay. Ja, was haben wir? Gewehrfeuer. Wir machen mal Deckungsfeuer. Wache wird jetzt durch feindliche Bewegungen und Aktionen ausgelöst. Okay. Ja, 80 Tage Zeit. Einverstanden. Fuck yes. Ah, da freut er sich. Auftrag abgeschlossen. Easy war beschäftigt. Okay. Ja, $200 und verruft 10
Ja, 10 Verrufpunkte. Einverstanden? So, dann gehen wir hier wieder raus. Ja, wir gucken mal. Okay. Und können wir rausgehen? Verlassen. Ah, Easy war beschäftigt. Eine Nachricht von einer ihrer Wachen. Boss, wissen Sie, wer das war? Das war Easy Einstein, ein berühmter Provisionsagent. Gut, dass wir ihn verscheuchen konnten. Der ist schlecht fürs Geschäft. Der soll bloß wegbleiben. You got it. I'm on it. Okay. Ach ja. Spiel wird gespeichert. So, wir gucken mal auf unser... Ach ja. Wir pausieren und schauen mal auf unsere Zeit. Ja, okay. 31,5 Minuten. Ja, Leute, wir gucken mal. Ach ja. Ist alles hier in Ordnung? Wir schauen mal. Es sieht so aus, ne? Ja, aber ich würde mal vorschlagen, wir machen jetzt eine Pause. Wir gucken mal. Ja, wir haben ja, wir müssen mit dem Taxi dann in einen neuen Stadtteil fahren. Okay, aber eins würde ich gerne mal jetzt bei der Gelegenheit mal überprüfen. Gibt es neue Verstecke? Das wäre ja ideal. Ich sehe hier keine. Ich guck mal. Wir gehen mal hier mal durch. Ist schon lange nicht mehr passiert, dass wir hier Verstecke gefunden haben. Aber ihr seht selber, hier ist alles beim Alten. Hier kann man nichts abgewinnen. Ja, okay. Ich gehe mal hier weiter. Das ist hier, ich schau mal, können wir hier irgendwo durchgehen? Ich guck mal. Hier. Okay. Nein. Ich kann hier nichts finden. Auch hier sehe ich nichts. Okay, wir schauen mal hier nochmal. Auch hier. Nein, nichts. Vielleicht hier. Hier, ne? Gucken wir mal. Ah, was ist hier? Ist hier was? Ah, guckt mal. Ah, hier sind von Salty's Gang, ne? Sind hier neue. Ja, okay. Aber ich sehe hier keine Verstecke. Ah. Okay. So, und dann hier drüben. Gibt's hier eine Möglichkeit, was zu finden? Wir schauen mal. Nein. Nichts zu sehen. Keine Verstecke. Ja. Scheint ja dann alles aufgedeckt zu sein. So wie es hier aussieht. Ne? Okay. Ja, dann gehen wir hier nochmal die Straße entlang. Da gab es, glaube ich, auch die Möglichkeit von Verstecken. Ja. Hier zum Beispiel. Hier, aber ihr seht selber keine Verstecke.
alles haben wir geplündert. Ja, okay. Alles klar. Gehen wir hier nochmal durch. Diese tolle Tram, ne? Diese Straßenbahn. Gehen wir hier nochmal gucken. Nee. Nein. Ja, aber ihr seht, es lohnt sich schon mal ab und zu mal hier die Orte, wo Verstecke angesiedelt sein können, auch mal sich anzusehen. Ja, ich gehe mal jetzt mal hier raus. Ja, wahrscheinlich hier unter der Brücke können wir noch mal uns mal umschauen. Ja. So, aber ich sehe hier überhaupt nichts. Alle Verstecke haben wir schon geplündert. Wir gucken mal hier durch. Ja, es gibt hier nichts Neues. Oder seht ihr etwas? Ich glaube, alles ist weggeplündert von uns, ne? Okay, so. Gehen wir hier nochmal. Einverstanden. Ist nichts zu sehen. Ja. Hier nochmal um die Kurve. Nein, nichts. Ich kann hier nichts erkennen. Keine Verstecke. Alles ist hier von uns schon geplündert worden. Ja, okay. So, dann gehen wir hier nochmal. Und zum Abschluss gucken wir unsere, ja, unsere Gruppe mal an. Okay. So, da sehen wir. Ja, alles ist gesund. Verruf 144. Okay. Shadow. Loyalität 277. Moral 349. So, unsere Nora Quinn. Loyalität 242, Moral 372. Und ja, da müssen wir aufpassen. Ja, er hat schon wieder minus 2 Moralpunkte eingebüßt. Ja, er muss wieder kämpfen. Ja, Loyalität 93 und Moral 40. Ja, okay. So, der letzte Punkt und dann machen wir Pause. Bezirk. Ja, wie sieht's aus? Ja, Siams Futterkrippe. Oh, haben wir alles erledigt? Ich guck mal gerade. Nee, das war hier vorne in der Mitte. Unser, ja, noch 2 Tage. Ah, noch 2 Tage. Dann gibt es im Bordell Katzengrastempel eine Wache oder mehrere Wachen mehr. Ah, die Sicherheit wird verbessert. Ja, super. Alles klar. So, dann schlage ich vor, wir speichern und schauen mal, wie die Geschichte hier von El Capone weitergehen wird. Ich bin ja schon riesig gespannt, ob wir unseren Freund retten können. Ja, okay Leute, also ich sage Dankeschön für das Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Videoclip wieder. Ich sage Tschüss.